3,5 Monate ist unser Jubiläumsgeschenk für euch herangereift. Wow, was für eine Reise. Vom Einpflanzen bis hin zur finalen Ernte des grünen Hokkaido. Und auch Benjamin Gräf genießt das nussige, leicht maronenartige Aroma dieses besonderen Kürbisses. Und das ganz frisch vom Feld. Mit was für wetter- und klimabedingten Widrigkeiten die Biolandwirtschaft dieses Jahr zu kämpfen hatte, das mussten wir leider aus erster Hand erfahren. Mehr dazu findet ihr auf novum.bio in unserem Blog. Und dann war es auch schon soweit. Bei bestem sonnigen Augustwetter durften wir bei der Ernte zuschauen und miterleben, wie das Team mit Liebe und Sorgfalt die besten Kürbisse selektiert. Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, mit wie viel harter Arbeit diese Ernte verknüpft war. Glaubt mir, Landwirtschaft ist wirklich nicht für jeden Menschen da draußen gemacht und ich habe einen ganz neuen Respekt vor dem Umgang mit Lebensmitteln gewonnen. Und das Endergebnis lässt sich wirklich sehen und schmecken. Ein Riesendankeschön geht raus an Fred, Hans und Benjamin und allen MitarbeiterInnen vom Bioland Hofen-Orgenthau. Wir hatten viel Spaß. Wir wünschen unserer Kundschaft viel Freude bei der Verarbeitung und hoffen, dass sich die harte Arbeit des gesamten Teams im Geschmack wiederfindet und euch vom Hocker haut.